Moin, liebe Leute, willkommen zu einer neuen Folge NF Marsch. Habe auch das Holzfeld eingesammelt, ist alles weg. Man sagt von 2 Minuten. Also eigentlich so in der Folge machen können. Aber egal, wir haben jetzt hier 160.000 Holz ungefähr drin. Ein bisschen was Leerpaletten, ein bisschen was Hacks, ein bisschen was Bretterpaletten, das läuft. Das Paletten aber aktiviert. Mach mal an. Geht Bretterpaletten in Geld? Würde ich sagen, oder? Was Sachen produzieren sollte passen. Gut, dann lassen wir Holzhänger hier stehen. Das wird so hier ziemlich genau stehen. Nein? Okay, jetzt mal. Nicht so, sonst fällt er auch rein. So blöd. So. Gut. Mit dem fahren wir jetzt heim. Dann können wir eigentlich auch schon spulen. Fast schon. Überlege, wie wir das nächste Mal Pappeln machen. Ich bin am überlegen, für die Pappeln doch einen Vollender zu holen, weil ganz ehrlich, das ist so einfach unrentabel. Wir fahren so viel hin und her mit dem kleinen Ding. Und das nächste Mal, wenn alles reif ist, einen Vollender zu mieten und dann damit zu fahren. Mal wenigstens sagen, CP, mach mal. Na, das ist wegen, das ist halt um einiges lukrativer. Finde ich, zumindest. Deshalb bin ich ganz in der Idee am Rumschwanken, für einen Vollender zu mieten, dann einfach. Genau, für den Zucker habe ich auch überlegt, erstmal mit einem kleinen Ding zu machen, aber. Nee, das fällt mir mit einem kleinen Ding. Frag mich, ob der fahre ich ja vor Stunden, Monate rum. Deswegen kann ich das auch im Großen. Einiges lukrativer und schneller gehend. Ja. Mal die Kummer noch wegstellen. Ach, da bin ich genau so schon mal hier nicht stehen sollte. Die Maschine habe ich zurückgesetzt, habe die gar nicht mehr aufgestellt bekommen. Ich habe einen Fan probiert, ging nicht. Den habe ich zurückgesetzt. Der Dings, wo ist er? Ah, nicht ab. Und dann. Ja, 26.000 Firmen noch im Lager davon im Kack. Gewöhnt. Noch eine Fahrt. Mal fahren. Dann passt das. Machen in der Zeit. Weil wenn ich will auch schon überlegen, neuen Kipper zu holen. Deswegen werde ich meinen alten Kipper mal verkaufen. Und dann gucken wir, ob ich mir vielleicht noch was hole. Und das hier bin ich auch überlegen können zu verkaufen, das kleine Ding da. Weil ganz ehrlich, das rentiert einfach echt nicht. Kein Ding. Was gibt er mir, wenn ich ihn verkaufe? Ich gebe noch 66.000. Nicht auf jeden Fall jetzt verkaufen. Füge mich mal in den hier rein. Fahr ich den mal weg, den hier. Dafür kommt ja was Größeres dran. Für den Zuckerrohr auf jeden Fall was Schöneres, Großes. Wobei, wenn ich die Zuckerrohrfabrik hier habe, dann brauche ich den ja nicht mehr. Dann kann ich ja kurz Wege. Ich mal gerade abbunkern und wegfahren direkt. Auch ein Kipper. Normaler, kleiner. Abkoppeln, rausfahren, bremsen, ab. Weg damit gehen. Und. So, 100.000 auf dem Konto, juhu. Gut, bei dir hier. War eigentlich wirklich jetzt im Hof fahren. Soll ich brauche noch was? Weiß ich nicht. Immer noch tanken. Nicht nachtanken hier oder was? Okay, dann kann ich halt nicht hier nach.
Anhängen, los. So. Da noch eine Fuhr, da ich noch eine Fuhr bei dem Zeug verkaufen fahren, je nachdem wie viel Zahl ist. Mal gucken. Also für Zeug da sein. Nein, lohnt sich nicht. Zwei Paletten, drei Paletten lohnt sich nicht wegzufahren. So, hier mal aus. Da stehen. Da stehen, würde ich sagen, so. Aber den Dingersteuer mal anhängen. Das ist jetzt einmal gelungen, das muss ich noch auf jeden Fall noch drüber tun. Frage, wo soll mir Zuckerfabrik hinstellen, weil hier noch nicht mehr so viel Platz auf dem Feld. Na, irgendwo fehlt mir Platz, hoffe ich. Ui. Nachtanken eben. Mal eben für 130 Euro nachgetan. Perfekt. Wieder gefahren. Weil das jetzt alles ein bisschen zieht, Leute. Das kann durchaus sein. Ich probiere schon, mich zu beeilen, so schnell es geht. Aber ich kann halt nicht schneller machen, als ich mache. So, ich meine ab. Okay, ist da jetzt gleich auf. Dann. Was haben wir jetzt noch? Haben wir noch irgendwas hier, was wir machen könnten? Keine Mission wäre noch was, aber. Das ist eine Mission an. Feld 17, was ist das für ein Feld? 19. Kann ich mal durchrechnen, was die Sachen kosten. Zuckersachen. Also, wir müssen mal rechnen. Wir brauchen für Zuckerrohrernte. Bräuchte ich einen Roder. Der kostet, gemietet. Ich gehe mit Anhänger hinten, oder? Weil dann kann ich mich direkt in den Anhänger rein, da muss ich nicht mehr fahren die ganze Zeit. Also 18.000 für den hier. Dann bin ich halt wirklich am überlegen. Mir Zuckerrohrtechnik da sowas hier zu holen, so einen großen Anhänger. Den hier. Der kostet nochmal 5.000. Also das geht noch. Das heißt, wir sind sogar bei 18, 20, 22.000. So viel eins brauchen. Gut. Und dann noch für Pappeln. Noch das Gebiss. Pappelgebiss hier. Einmal 1.000 ungefähr. Dann schon bei 23.000. Ein Häcksler. Kleine Krone gedacht, das ist der billigste hier. Plus. 14, also sind wir bei 23, 37.000. Und die Summe zu mieten? Und dann wollen wir noch die Zuckerfabrik, die kostet nochmal ca. 500.000, glaube ich. Ja. Ja. Jetzt können wir mal gucken, kann ich die irgendwie platzieren? Ich gebe auch gleich wieder Geld zurück, wenn wir gerade testen, wie ich sie platzieren kann. Weißt du, was ich eh schon kaufen, kostet nur Geld. Wow.
Heil dich, will spulen. Gummi jetzt, komm. Na, ist auch noch ein bisschen. Ist das da scheinbar? Ich habe gerade die Folge geschafft, nächste 22. Dies und das. Ich bin fast fertig mit dem Fahrtnetz schon wieder. Bam, 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 bam. Übrigens, wir dann einer neuen Map abbauen. Wer das sehen möchte, geht mal auf meinen Discord. Auf meinem Discord ist ein Link zum Modder Company Discord. Und daher findet ihr dann auch Bilder zu meiner Map. Oder ich werde euch einen Link zum Modder Company Discord in die Videobeschreibung packen, wenn ich nicht vergesse, wovon ich ausgedrückt vergessen werde. Deswegen kommt auf meinen Discord oder schreibt in die Kommentare, da kriegt ihr den Link, kein Problem. Da gibt es regelmäßig Updates zu meiner Map, sagen wir es mal so. Also verschoben, aber auch nichts. Hashtag 22. Dies. Nein, das passt. Nein, das ist dahin. RPC. So, ich mache einfach schnell das fertig. Ich habe nicht so viel Zeit heute. Denn ich muss in einer halben Stunde will ich schon weg sein. Mit ca. 10 Minuten muss ich off, deswegen sonst hatte ich es gar nicht. Deswegen muss ich gerade schon die Folge beschriften, während ich ja eh lang Zeit warten muss. Seht ihr zwar nichts von, aber ihr könnt dem Fahrrad zugucken. Nein, nicht da speichern, ich will es gerne da speichern. Speichern. Zusammenfassen, fertig, so. Fahrt mir schnell erstellt. Yay, wir sind auf 576.000. Uns fehlt noch ganz bisschen Geld, aber das Geld kriegen wir noch rein dafür, das versichere ich euch. Mit der Sache, dass wir dann einfach sich verkaufen. Öffnen, weiter, weiter. Und die Folge kommt dann abend. Mit Donnerstag, die Folge bin ich gerade hochladen, 12 Uhr. Planen. Gut, und auch gemacht, fertig. Und so können wir jetzt sagen: Brauchen Geld. Ich gehe noch Bagger zurück, eben. Ja, das ist hier mit ja eh nicht so ganz funktioniert hat. Wo ist das Ding? Denn wo ist das denn? Da ist er. Bin ich auch zurück. Und er funktioniert so, wie wir es wollten. Von daher auch weg. So, das brauchen wir alles noch. Gut, ich würde sagen, wir brauchen ein bisschen Geld, aber egal. So, jetzt gehen wir zurück. So, auf Klo. So, ein bisschen mehr. Mehr Geld zurück, weil. Aber jetzt könnte es einfach so viel Geld zurück, dass wir noch ganz viel Geld da haben. Dann kann man keiner sagen, du bist hier ganz viel Geld abgegeben auf einmal. So, gut, ich würde sagen, wir spulen mal dann. Das ist 6 das. So, müssen wir warten, bis es wächst. Das lasse ich eben. Wir können gleich schlafen gehen in unserem Farmhaus. Schön Haus. Die Tür zu machen. Ja, immer offen lassen zum Lüften, ist wichtig. Gib mal Gummi hier, seinem Fendt. Die Pappeln sind natürlich halt gar nicht gelungen, aber das macht auch nichts. Also wenn die Pappeln nicht gelungen sind, da bist du vielleicht tragisch, das ist. Das ist puh. Nee, SEG. Nee, SEG. Kann man auch hier gucken. Was denke ich hier aus?
Schon so lange nicht mehr gemacht bei dem Ding. Den Komposter, aber nicht mehr so viel. Ja, viel Diesel. Die hat noch jetzt wie viel Pellets schon wieder? Ich meine, 1000, das geht doch. Sägewerk hat. Jo. Jo. Wie viel Hacks ist denn so? Ich würde mir gerechnet, dass Hacks sehr lange halten. Ich habe gerechnet, dass wir das locker so viel auf Vorrat legen können, dass es lange hält, aber nö. Da können wir jetzt schlafen. Schlafen. Ah, jetzt sind noch nach, gut. Danke, schön, dass du es machst. Kann irgendwas verkaufen hier jetzt so. Mohn. Ah, ich sollte Zeit mal viel langsam machen. Wir hatten noch hier was im Lager von dem Zeug. Bringt auch nicht viel Geld. Wie sieht es bei Pellets gerade aus? Boah. Passt nicht. Ich muss hier stehen, du bist noch einen Abfall gespannt. Fertig. So. Ja, kann ich mal gucken, wie es hier aussieht, wie viel hier noch ist. Hahaha, sehr gut. Das ist leer. Wie sieht es beim Sägewerk aus? Auch wahrscheinlich. Ja, Holz leer. Dafür hieß einiges und. Jo, auch wieder einiges. Der kann düngen. Und ja, wir können noch mal was verkaufen. Aber was machen wir in der nächsten Folge? Denn ich würde sagen, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut gerne beim nächsten Mal vorbei. Da werden wir dann was verkaufen und ein bisschen Geld reinholen, um nachher dann hier weiter zu spulen und das ernten zu können. Das ist so der Plan fürs nächste Mal. Dann kommende Wochenende, kommende Woche. Hier ist ja wieder einiges nachgewachsen, wie ihr seht. Dann kann man im nächsten auch wieder schon zoom, durchrasieren. Aber es muss alles gleich reif sein. Ich würde sagen, bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Einen schönen Tag und macht's gut. Bis morgen. Und abonniert vergessen. Ciao, ciao.